So, herzlich willkommen zum Let's Trash. Björn hält jetzt mal die Klappe. Der letzte Aufgabe war nämlich am Arsch mit ihm. Ich sag doch gar nichts. Ja, das ist sicher besser so. Let's Trash ist überhaupt nicht. Das ist Chiquitas Bananas Journey. Das haben wir schon mal gespielt. Stimmt. Und es war ein richtiges Fun-Game. Also, da haben die Leute sich wirklich hingehockt. Das finde ich auch echt unfair von dir. Die haben sich da hingehockt und haben für uns was produziert, haben sich angestrengt, damit wir Spaß haben. Ja. Meine professionelle Meinung dazu ist, nein. Nö. Nein. Doch. Nada. Nix. Niente. Komm. Die haben dafür Geld bekommen. Ein bisschen Respekt. Spiel starten. Was Moment. Du? Erstmal Audio-Option. Was haben wir denn hier? Ja. An und aus. Ja. Exit. Infothek. Chiquita Banana Infothek. Banane, Entehelfer, Umweltbeauftragte. Da kann man hier ganz viel nachlesen. Jetzt lass diese gespülten Enthusiasmus und drück auf Spielen. Home. Ja, so, dann starten wir mal Spielanleitung. Müssen wir uns erstmal anschauen. Das Computerspiel Chiquitas Journey. Moment mal, allgemein. Nee. Mach weiter. Hier. Ja, müssen Chiquita Banal... Naja, egal. Machen wir Spiel starten und dann schauen wir mal, wie es wird. Das ist nämlich ein richtig gutes Spiel. Ich weiß, Björn. Ich war beim letzten Mal auch dabei. Also. Und beim vorletzten Mal auch. Aufgaben. Pflanze ein Rhizom per Drag and Drop in das ausgehobene Erdloch. Daraus entwickelt sich eine stattliche Bananenpflanze. Weißt du, wer? Wer? Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Nein. Stopp dran. Weißt du, wo eine stattliche Bananenpflanze ist? Ach, Björn. Also eine Staude hat jetzt. Ich versuche ein bisschen Niveau zu halten. Okay. Wir drücken immer auf die I's und können lustige. Ja, komm. Stirb du mal da hinten weiter. Wir können hier draufdrücken und uns ein paar Sachen durchlesen. Wenn wir denn wollten. Fertig. Ja. Lebst du wieder? Ich lebe immer noch. Schade. Warum ist der Mikro noch? Ja, das stimmt allerdings. Weihnachtsmann. Aber siehst du mal, wie schön und detailreich das hier gemalt ist. Und da sind die beiden unterbezahlten. Man sieht übrigens den Mauszeiger leider nicht. Doch, den habe ich. Mittlerweile müsste ich. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich ihn eingestellt habe. Ich wahrscheinlich nicht. Scheiße, egal. Das kannst du eigentlich. Da nehmen sieht man die unterbezahlten südamerikanischen Plantagenarbeiter. Und du musst jetzt. Ach, jetzt lass mich was nehmen. Du kannst es ja nicht. Ja, du kannst es nicht. Mhm. So, siehst du. In und zack, ich bin wie Miraculix. Und schon wächst eine stattliche Banane ran. Das war keine Metapher. So, und der Typ macht sich jetzt den Rücken kaputt und macht was damit? Ach so, ja. Übrigens, dieses Spiel ist insoweit echt erstaunlich, weil wir einfach nur gar nichts machen müssen, oder? Doch, wir dürfen mit Quizfragen beantworten. Wie schwer kann eine Bananenstaude werden? Kein Witz! 15 Kilo? Müssten eigentlich 15 sein. Ah, ich sag 50. Was? Wusste ich gar nicht, wow. Ah, ich bin der King hier. Ja, yeah. Chiquita unterstützt eine Reihe von Touristen, Kunstausstellungen, Umweltforschungsprojekten, Wohnraum, Touristen. Touristen. Nein, Kunstausstellung. Ganz klar, Kunstausstellung. Umweltforschung? Ach, das ist doch gelogen. Klappst du? Ja. Nein, Quatsch. Wie viel Prozent der Chiquita-Plantagen in Lateinamerika sind im Jahr 2001 zertifiziert? Etwa ein Drittel von einem Prozent? Die Hälfte? Das ist ein Werbespiel für Chiquita-Banane, also wahrscheinlich entweder 80 oder 100. 100. Eine Sekunde. Ja. Ja, okay, ich habe kurz gestoppt. Wahrscheinlich werde ich das rausschneiden, weil wir gerade gestört. 100%, ja, wusstest du. Ja, klar. Sie haben 2 von 3 Punkte. Und auch zur nächsten Etappe. Übrigens, es gibt auch keine Punkte, kein Highscore, nichts. Also. Es qualifiziert sich gerade so als Spiel. Ja, ich find's cool. Von was du dich beeindrucken lässt. Die Chiquita-Packstation, liest du es vor? Muss. Ah, okay. Wir befinden uns in der Chiquita-Packstation. Aufgaben. Sobald die geernteten Bananen hier eingetroffen sind. Erstickt dran. eingetroffen sind, müssen sie in einen Bassin gereinigt und anschließend zahlreichen Qualitätskontrollen unterworfen werden. Worin? Bassin. Okay. Hab ich doch gesagt, oder? Was ist die Definition eines Bassin?
Ich weiß Eine es große nicht. Schüssel mit Wasser drin. Warum sahen die nicht in der Schüssel mit Wasser? Okay. Das ist nicht so cool klingt. Deine Aufgabe ist es festzustellen, ob die Chiquita-Bananen die vorgeschriebene Mindestgröße haben. Kein Ton. Und anschließend zu den kleinen Bananen durch das Betätigen der Falltür aussortieren. Kommt hier nicht auf die Größe an. Ja, ich weiß, welche Leute das immer sagen. Tipp: Lese zunächst die Infospots. Ihre Informationen werden dir helfen, die Quizfragen richtig zu beantworten und möglichst viele Punkte zu sammeln. Das ist ein Schwachsinn! Ah ja? Und diese Frau ist eindeutig viel zu gut gelaunt für diesen Job. Du meinst die unbezahlte südamerikanische Arbeiterin? Ja. Ich glaube, ich muss hier auf die Banane draufklicken, oder? Erstmal aufs Exit. Wer will, kann's lesen. Ich will nicht. Also wir sind leicht... Ach du Scheiße, was... Mit was texten die uns dazu? Na? Mitte der 60er war ja auch schon... Ach, was ist Schwachsinn, komm. Na, guck mal, mindestens 14 cm lang. Da habe ich aber auch schon mal länger ausgesehen. Wo? Ich frage lieber nicht. Ach, Björn. Okay, kleine Information. Björn hat die Angewohnheit, eine Szene aus Scrubs immer nachzuspielen, wo nämlich der... Scrubs, ja. Und nämlich der, Eine Szene. Todd ist super. Todd, danke, ich habe bekannt, das ist der Todd. Ja. Die Banane ist eigentlich viel zu fröhlich dafür, dass er nicht durchgekommen ist. Wo der Todd halt, auf sein Gemächte zeigt und irgendwas dazu sagt. Oh, die ist groß. Doch nicht. Hä? Die war doch jetzt groß genug. Eigentlich schon. Zumal die Frau einfach komplett apathisch da sitzt und gar nichts macht. Und wir, blinzelt und nicht wir übrigens auch. Also ja. Wir machen hier gerade gar nichts. Das läuft alles automatisch. Warte mal, vielleicht muss man da anklicken. Ah, du Fuchs. Wir haben das schon mal zweimal schon durchgespielt. Ach, wir mussten jetzt entscheiden. Ah. Du musst echt viel zu fröhlich warte für mal. Den Job. Stopp. Ja, stopp. Nee, nein, größer. Der ist groß. Ah. Raffiniert. Das hat mir im letzten Mal, wenn ich gerade damit, glaube ich, alle durchgehen lassen. Ja. Da haben wir keine EU-Bananen. Nein, die ist doch groß genug. Ist mir scheißegal. Ich wollte jetzt einfach. Was passiert eigentlich mit Bananen, die abgedingens werden? Was sollte dieses Geräusch bedeuten? Die ist groß genug. Boah. Digitiert mal richtig krass. Ah. So, wie viele Millimeter muss der Durchmesser in der Mitte der Chiquita Bananen betragen? Wenn du einen Witz machst, hau ich dir eine rein. 27 Millimeter? Keine Ahnung, ja. Ja, kommt hier echt auf die größere Bahn. Wie lang müssen Bananen sein, die in der EU eingeführt werden? Das hatten wir eben, 14 cm. Ja. Obwohl, es gibt auch kleine Bananen, oder? So Mini-Bananen gibt es, meine ich. Die schmecken aber, sind aber auch eine andere Sorte. Mhm. Alle Chiquita-Mitarbeiter arbeiten Hand in Hand. Wofür? Für ein optimales Qualitätssystem? Für einen Sieg beim Fußballspiel? Zwei. Für einen höheren Ernteertrag? Zwei. Für einen höheren Ernteertrag, natürlich. Ah, bessere Qualität. Das war Akkord. Hand in Hand. Ich habe übrigens mir sagen lassen, dass Bananen ganz anders schmecken, wenn man sie frisch pflückt, also wenn sie direkt dort... Ja, weil die Dinger bei uns gruseligen. Ja. Das wird ja hier gerade gezeigt, die schippern einmal im Atlantik, wenn wir in so eine Reife kammern. Also das ist wirklich komplett anders. Hat man hier, uns mal hier gerade schön Europa gesehen. Ein bisschen komisch dargestellt. Das geht. Rotterdam und... wie heißt die Stadt Europa noch? Chiquita Reife kammern. Da haben wir das letzte Mal fast versagt. Los. Ah, nee, vorlesen. Nicht. Kein Bock. Wie sollen denn unsere Zuschauer das verstehen? Nee, aber das mache ich jetzt. Ja, wenn es sein muss. Was soll der jetzt? Ach, der fährt jetzt. Das ist. Ach, das Gabelstaplerfahrer Klaus. Ah, oh ja, googelt das mal bei YouTube. Gabelstaplerfahrer Klaus. Das ist ein super Video. Ja, ich find's genial. Ja, da lernt man. Das klingt gerade so aus, als ob es irgendwie Two Girls von Cup wäre. Hier, das ist. Ein Plus und ein Minus. Nein, das ist der Sesselfurzer. Was soll ich jetzt machen? Hä? Temperatursensor hast du gerade eingesteckt. Ach so. Ja, da merkt man doch, dass wir das schon mal gespielt haben. Fast. Die Temperatur, Björn. Alter,
Ah! Oh, Digga, das müssen wir sogar noch dreimal machen, fällt mir gerade ein. So. Jetzt hoch. Oben. Und jetzt geht er nach da und dann klicke ich hier drauf und dann fährt es nach oben. Da fährt es nach oben, aber mach das da drüber noch schnell direkt weg. Vorsicht. Stopp. Ja. So, die. Und den auch. Den auch und dann da unten den. Nein, das war glaube ich schon richtig aus. Das sollte glaube ich da bleiben. Die daneben, genau. Und jetzt den. Nee, nein. Der bleibt. Ach nee, den Stecker musst du drin lassen. Nee, der ist eben abgefallen, weil das Vieh da rein drauf gestoppt hat. Boah, das ist ja voll Multitasking-mäßig, ey. Wie schön, dass dich das schon auslastet. Ja, Mann, ich mag Spiele, die Tiefe haben. So wie Tetris oder. Nein. Sowas wie Skyrim. Widget 2 oder eben Bananas Journey. Nein! Bananenquiz. So, womit wird der natürliche Reifeprozess der Chiquita-Bananen eingeleitet? Ethylen, Ethanol, Äther. Ethylen. Sicher? Ja. Na? Was ist Ethylen? Ein Gas. Ich weiß überhaupt nicht. Eigentlich dem Alkohol verbraucht. Warum beschränkt sich früher üblich bei den Sachen auf mündliche Aussagen auf Vermutung? Das ist eigentlich alles gleich, oder? Prinzipiell schon, aber auf vage Aussagen? Oh! Also er hat übrigens gerade die Maus, deshalb ist alles falsch. Wie heißen die drei verschiedenen Fest. Au. Gut, keine Ahnung. ABC? Ja, wahrscheinlich. Wow! Ja? Ah. Immer 2 von 3. Verdammt, welche Stadt ist das? Rotterdam oder Amsterdam? Ja, das überlege ich auch gerade mal. Reiferei! Ja, dort werden die Bananen mit Farbe gesprüht. Ja. Und dann geht die Farbe in alle Richtungen. Nee, da explodiert die Firma, glaube ich. Das ist jetzt ein Distributionscenter. Was heißt Distributionscenter? Verteilen. Ah. To distribute. Bam. Ja. Einzelhandel. Oh ja, jetzt kommt meine Lieblingsszene. Jetzt kommt meine Lieblingsszene. Ja, die hochmotivierte Arbeiterin. Ja. Vorlesen. Nein. Schau euch dieses animierte Ding an. Diese hübsche blonde Frau da. Ach. Wie sie sich freut. Ja. Oh, ich find's wie so ein Honigkuchenpferd. Stopp mal. Du musst die, ach. Ach, die Tür schließen, ich seh's. Du musst die Tür schließen und hier überall drauf rumballern. Nein, oben auf das Schild. Ah, ja, genau. So. Und auf das Baguette. Box. Ich hab das doch schon mal gespielt. Ja, ich weiß. Hui. Ach, die Frau ist einfach viel zu motiviert. Gut, ich finde das auch total normal, dass Bananen einfach runterfallen. Also ja, zumal die einfach total dämlich die ganze Zeit. Die Luft schaut, das ist super. Ja, so soll ich dir auch, schau dir mal den Deckel da oben an. Ja, ach so. Oder nee, warte mal. Moment. Warte mal, eine Sekunde. Die schaut das I an. Kann ich kurz das machen? Ja, mach du mal. Was denn jetzt machen? Schnuppergas, böse. Duck in Duck. Wie muss ich das da fest? Ah. Ja, geht von alleine. Findest du es nicht auch unhygienisch, dass hier Brote von den Bananen als Brücken benutzt werden? Solange sie für nichts anderes nicht braucht werden. Ja. Keine Ahnung. 10? Ich will das Höchste nehmen. Ich gehe also Monster-Satte. Sind findliche Früchte? Keine Ahnung. Als unseren Renditenbringer. Hä? Ist aber nicht positiv. Ja. Damals, 1967, als ich noch
als ich mit Zombie-Hitler gegen Roboter Stalin auf Dinosaurier gekämpft habe. Ende der 70er Jahre, auch mal 1967. Ey, oh, gut. Eine dritte Chance und du hast es hingekriegt. 3 von 3. Boah, Herr Fernseher, ich habe eine Menge gelernt auf Chiquitas Bananas Reifereise. Ah, da fällt mir gerade was Schönes ein. 210 Punkte haben auch Sie ein echtes Chiquita-Label verdient. Bis zum nächsten Mal. Warte mal eine Sekunde. Hier war übrigens ein Chiquita-Bananen liegen, deshalb haben wir so ein Spiel auch ausgesucht. Und ich habe mir extra den Sticker abgemacht, habe den Björn jetzt gerade auf die Stirn geklebt. Der ist jetzt auch eine Chiquita-Banane. Juhu! Ja? Ja, das finde ich super. Ja. Das ist auch so eine blonde Bananenfachverkäuferin im Edeka. Ja klar, toll. Ja, also ich hoffe, euch hat das Spiel genauso gefallen wie mir. Und nicht so wie Erik. Also ich habe schon deutlich schlechteres gesehen, zum Beispiel die anderen Netz-Trashs hier. Das ist in meiner Meinung nach wirklich noch eins der Highlights? Qualitativ besten Spiele. Und aber die Steuerung auf jeden Fall. Ja, aber... Also die Grafik-Engine sucht sowieso ihresgleichen. Das ist doch einfach Flash. So schlicht mit der Flash. Hast du schon mal was in die Runde? Ja. Naja, dann verabschieden wir uns. Ja. Okay, nee. Okay, wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Let's Flash. Und ja. Das letzte Wort hast du. Tschüss. Gut.